Straßenbahnderby im Königpalast. Am 26. Spieltag der deutschen Eishockeyliga empfängt der KIV die Düsseldorfer EG. Und nur zu gern würden die Pinguine heute den rheinischen Rivalen vernaschen. Allerdings, Mike Pellegrims und seine Jungs, die haben was dagegen. Und der erste große Moment an diesem Eishockeyabend, der gehört den Gastgebern. Davis, Traumpass auf Müller. Der hämmert die Scheibe an die Bande. Von da kommt sie zurück. Und dann macht er sein Tor gleich zu Beginn der Partie. Marcel Müller. Aber was für ein Auge von Davis. Verlängert die Scheibe von Müller. Dann dieser Move. Keine Chance für Matthias Niederberger zwischen den Pfosten. Ein echtes Traumtor. Ricard Uno zufrieden mit den ersten Momenten seiner Jungs. Und die legen dann gleich mal nach. Knapp 12 Minuten sind gespielt. Feser, dann Martin Szymański. Der Rückkehrer nach Verletzung an den Pfosten. Was für ein Auge von Feser und Metall getroffen von Martin Szymański. Düsseldorf hat seine Anteile. Insbesondere dann, wenn sich die Krefelder Fehler wie diese erlauben. Und plötzlich ist der Ausgleich da. Trivelato mit dem Pass abgefangen von Daniel Weiss. Und dann der bärenstarke Welch mit dem Ausgleich zum 1:1. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Im zweiten Drittel plätschert das Spiel ein bisschen mehr dahin. Dann aber in der 27. Minute Strafe Düsseldorf. Müller am Boden, Krefeld in Überzahl. Und dann spielen sie es ganz gelassen raus. Ubicevic, das Ding passt genau unter den Giebel. Schöne Vorlage von Marcel Müller und dann dieser Strahl zum 2:1. Dann kann es weitergehen. Düsseldorf mit der Chance, aber abgefangen die Scheibe. Ubicevic und Pieter auf dem Weg. Aber da waren sie eindeutig zu verspielt. Das kann man besser und direkter machen. Düsseldorf, die Defensive dazwischen. So lief die Partie weiter. Und wieder ist die Zeit kurz vor Ende des Mittelabschnitts angebrochen. Düsseldorf von der blauen Linie, Ebner. Auch das ein Hammerschuss, wie schon am Sonntag gegen Köln. Trifft der Verteidiger von der blauen Linie. Keine Chance für Petzold. 2:2 mit diesem Ergebnis. Und zufriedenen DEG-Fans, einem zufriedenen Trainer geht's in den Schlussabschnitt. Da hat Müller eine Idee mit dem Pass auf Saint-Pierre. Die Scheibe zwar noch mal frei, aber der Save vorher von Matthias Niederberger. Bärenstark. Grügil und Ubicevic wissen gar nicht, wie das passieren konnte, dass die Scheibe nicht drin ist. Dann auf der anderen Seite wieder Welch mit einer guten Idee vor dem Kasten. Und was der eine kann, also Matthias Niederberger, das kann der andere Goalie auch. Top-Save von Dimitri Petzold. Also an die beiden Goalies ein dickes Kompliment. Es geht in die Verlängerung. Da sahen wir Aduono und Basani und wir sehen Pieter mit diesem Haken. Das bringt Krefeld auf die Strafbank und in Unterzahl auf das Eis. Dann ticken die Sekunden runter. Und sie machen es ganz locker und gelassen. Düsseldorf mit Bartas Abschluss. Der Gamewinner für den Kapitän. Weil sie wirklich überlegt und in aller Ruhe abgeschlossen haben. Und am Ende erklärt uns Bartas auch, warum Düsseldorf dieses Match vollkommen zu Recht gewonnen hat. Ja, ich glaube, weil wir am Ende einfach weniger Fehler gemacht haben und hinten Matthias hat ein sehr, sehr gutes Spiel wieder gemacht und letztendlich haben wir durch eine Überzahlsituation das Spiel gewonnen. Wir sind natürlich glücklich, dass wir 2 Punkte geholt haben, hätten dann gerne 3 hier mitgenommen, aber wir nehmen es mit. Wir haben noch viele Chancen gehabt, die wir nicht reingemacht haben, ja, und am Ende in der Verlängerung 4-3 ist dann schwer zu verteidigen. Düsseldorf bärenstark nach der Pause. Wieder mal ein Spiel gewonnen, in dem man 2-mal hinten lag. Und für die Pinguine gilt, die Chance zur Revanche im Straßenbahnderby gibt es schon in 3 Spieltagen. Dann treffen beide Teams im ISS-Dome aufeinander.